Hallo. Ich weiß, ein Teil wird mich jetzt hassen und der andere Teil wahrscheinlich lieben, weil es ist halt bei Minecraft so. Es gibt nur das eine oder das andere. Aber egal. Das ist jetzt eins der Spiele, das ich mal ausprobieren werde. Und ihr habt den Seed gesehen. Und es scheint mir so, als wollte Minecraft uns so ein bisschen teasen mit dieser riesigen Wüstenlandschaft, weil das wäre ja das gewesen, was auf uns bei Ark gewartet hätte. Scorched Earth, aber egal. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe auf jeden Fall einen Plan für heute. Aber erstmal brauchen wir ja eine Hacke, beziehungsweise wir brauchen so eine Werkbank, glaube ich. Und natürlich, ich spiele ja schon lange Minecraft, aber musste sogar damals meine Freunde überzeugen, das zu spielen, weil die waren, Minecraft, Pixel-Grafik, Kinderspiel, danach haben sie es dann alle geliebt. Aber ich habe mir nochmal ein paar Videos angeguckt, dass man auf gar keinen Fall sollte man eine Holzaxt machen. Ja, man macht eine Holzpicke und danach war es das mit Holz. Das habe ich schon mal gelernt auf jeden Fall. Deswegen holen wir erstmal ein bisschen Holz und falls die Mikroqualität oder der Sound oder keine Ahnung was jetzt nicht so prickelnd ist, ich nehme gerade das erste Mal im Stehen auf. Mal auf ganz entspannt, nicht so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da im Stuhl sitzen, sondern mal im Stehen. Dementsprechend habt Nachsicht. Dankeschön. Hier, ne? Ein bisschen was kenne ich noch. Ich habe mich ein bisschen eingespielt. Muss ich das zwar falsch, das ist egal. Ich kenne mich das. Genau wollte ich machen. Und dann wollte ich doch das hier machen. Sehr schön. Eine Werkbank. Die klatschen wir mal schnell hier hin. Ein paar Stiggies. Ein paar Stickly-Stick-Sticks und eine Spitzhacke. Richtig, richtig, weil das darf man machen. Das ist okay, aber darüber hinaus keine weiteren Holzwerkzeuge. Sonst werden die Minecraft-Pros sauer. Das heißt, wir suchen uns mal Stein, damit wir weitere Werkzeuge herstellen können. Generell sei mal gesagt, ich spiele Ark, wollte ich gerade sagen. Minecraft schon ewig, aber ich habe noch nie den Ender-Dragon oder sonst irgendwas besiegt. Wir haben hier ein Eisbiom, was ich so noch nicht kenne. Und ich würde mir eigentlich gerne ein Bett machen und dann mal gucken, ob man zum... Wir können hier auch irgendwie zoomen, ne? Naja, finde ich gar nicht den Knopf. Wir zoomen mal so im Schnitt rein. Da hinten ist ein Eisbär. Ich würde mal gerne gucken, ob der uns friedlich gesinnt ist oder ob der uns direkt angreift. Aber wir brauchen erstmal Stein. Und hier ist Stein, das heißt, let's go, der Hase. So, damit sollten wir doch einmal alles herstellen können. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Sticks. 10 sollten vielleicht reichen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Spitzhacke. Axt. Was gibt's noch? Schaufel. Hier. Eine Stonehoe. Wie heißt denn das? Ist eine Hacke. Eine Hake. Und last but not least, wir brauchen ein Schwert. Sehr schön. Haben wir auf jeden Fall schon mal einmal Equipment. Wir haben sonst noch gar nichts am Start. Wie viel Stein haben wir noch? 14. Das heißt, ich könnte theoretisch einen Ofen craften. Beziehungsweise ich nehme mal eben einfach noch mehr Stein mit. So, 35 Stein sollte reichen für einen Ofen. Und leider brauchen wir auch was zu essen. Und da hinten waren Schafe. Und wir brauchen auch ein Bett. Das ist schon mal wichtig. Dann können wir auch nämlich zum Eisbären gehen. Aber der Plan ist eigentlich ein anderer. Ich möchte nicht zum Eisbären gehen. Es gibt hier in dem Spiel Wölfe. Und die kann man sehen. Und ich hätte gern Wolf. Und ich hätte auch gern Nametag. Und ich weiß, dass man das nicht herstellen kann, sondern finden muss in der Höhle. Das heißt, eigentlich wäre der Plan heute einen Wolf zähmen, in die Höhle gehen und einen Nametag bekommen. Wir haben 3-mal Wolle, das reicht. Und wir haben 5-mal Hammelfleisch. Wir nehmen nochmal ein bisschen mehr. Es tut mir leid. Es wirklich. Eigentlich würde ich das auch gar nicht machen, aber ich brauche es halt, wenn ich nachher in die Höhle gehen will. Leute, ich brauche es nicht. Ich kann mir jetzt hier keine Farm aufbauen. Ihr müsst doch dafür Verständnis haben. Da hinten ist noch eins. Die Chicken nehmen wir auch mit. Definitiv. 13-mal Lammfleisch. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und das scheint eine Menge zu sein. Wenn ich nicht so viel sprinte, dann sollte das... Oh, fast ein Double Kill. Komm schon. Komm schon! Jetzt kann ich wahr sein, dass du 3 Dinger aushältst. Jetzt bleib hier, verdammt nochmal. Da sind noch mehr Schafe, aber die lasse ich jetzt mal hinten in Ruhe. Noch ein paar Chickily-Chick-Chicks hier. So. Haben wir das da auch geklärt? Ich habe aber keine Kohle. Geh mal davon aus, dass jetzt im Eisbiom nicht so viel Kohle ist. Da ist halt leider nur Sand. Nimm mal eben das Zuckerrohr mit und die Kürbisse, bevor ich da noch Ärger kriege, dass ich die nicht mitgenommen habe und ich die später für irgendwas brauche. Ich brauche die bestimmt für irgendwas später. So, bevor ich hier nicht mehr herkomme und nie wieder in meinem Leben Kürbisse finden würde, weil die, ne? Ist ja so. Findest du ja nie wieder die Dinger, wenn du sie einmal liegen lässt. Nehme ich die mal mit. Kohle. Ich kann immer noch nicht zoomen in dem Spiel, aber da hinten ist Kohle. 2-mal Kohle. Oh, da gibt es sogar mehr. Sehr schön. Vielleicht kommen wir hier sogar gleich durch, direkt in die Höhle rein. Das wäre natürlich schön. Eigentlich brauchen wir Skelette. Und eigentlich brauchen wir auch eine Rüstung, damit wir gegen die Skelette kämpfen können. Das heißt, eigentlich müssen wir... Was ist denn jetzt der erste Schritt? Erst in eine Höhle, Metallfarm. Ja, egal, ich finde jetzt hier auch nichts. Wir finden irgendwo einen Höhleneingang. Sicherlich. Das hört sich irgendwie immer nach Enderman an, dann noch drin, ne? Okay, egal, wir bauen uns mal eben schnell. Geht's hier? Das kann interessant sein. Gucken wir uns gleich an. So, jetzt aber. Wir gehen einfach mal hier irgendwo in die Erde rein. Und schlagen mal hier unser erstes Lager auf. Das heißt, wir können auch mal eben noch den Ofen einsetzen, damit wir Essen haben. Und vielleicht können wir gleich draußen noch Sachen abfarmen, wenn die Nacht vorbei ist. Das wäre natürlich mega gut. Die erste, das ist geschafft. Ah, anstrengend. So, da oben geht's raus. Habe ich natürlich vorsichtigerweise ein Loch gelassen. Können wir aber zumachen, weil wir haben Licht.
So, Mann, zwei der Ofen ran, das dauert mal alles zu lange. Ich höre auch schon die ganze Zeit ein Skelett und ich würde es gerne holen, weil wir brauchen Knochen. Joa, wird der Tod noch fertig oder? Digga, bis das hier durch ist, ist die ganze Nacht rum. Der ganze Tag. Ich bin auch so ein Vollidiot, ich jetzt einfach nochmal splitten können, wäre es schneller gegangen. So dumm, anstatt es einfach nochmal zu splitten und die. Nee, habe ich den anderen Ofen wieder abgebaut. Ja, so geht's dann natürlich auch schneller. 200 IQ-Play hier. Ich crafte irgendwie wie ein Rentner. Ich merke das schon. Dass ich richtig langsam crafte und es nervt mich jetzt schon. Sehr gut. So, das einmal abbauen. Einmal ein bisschen Lamm reinhauen und dann geht's jetzt raus. Da oben ist doch die ganze Zeit noch so ein Skelett rein. So, wo bist du? So, habe ich einen Knochen bekommen? Zwei Knochen. Sehr schön. Was suche ich nochmal? Ich suche Metall. Und dann vor allem ein Wolf. So, hier ging das doch rein. Das kann doch sein, dass hier schon mal ein bisschen Metall rumliegt. Aber das war's. Egal, nehmen wir die Kohle mit. Aber weiter oben, wo wir eben gebaut haben, da sah es ja auch noch so aus, als könnte es da reingehen. Beziehungsweise es geht da rein. Ganz offensichtlich. So, hier. Kommt man da auch sicher runter? Wir werden es sehen. Uiuiui, du altes, blödes Skelettgesicht. Lass mich doch erstmal runterkommen. Komm doch hoch. Okay, pass auf. Ich komme jetzt runter. Beruhig dich. Uiuiui, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde jetzt hier nicht gegen den Skelettmann sterben, weil ich habe mein Bett abgebaut. Du blöder Skelettmann. Es geht ja tief hier runter. Ist dir klar? Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Ist das nicht viel zu tief? Sollte ich nicht vielleicht eher in eine Höhle gehen, so die, wo Metall schon relativ weit oben ist? Hier blubbert Metall, ja, hier blubbert Lava. Egal, wir bauen uns runter. Jetzt alles nix, ich brauche Metall. Also ich finde es äußerst kritisch. Da unten ist Metall, sehr schön. Ich finde es äußerst kritisch, dass ich ohne Schutzschild hier drin bin. Könnten wir uns aber theoretisch schon gleich craften. Mein Schutzschild würde jetzt helfen gegen die blöden Skelettdinger. Metall direkt hier oben sogar schon, sehr schön. Das heißt, das machen wir. Ich glaube, wir machen direkt erstmal ein Schild. Hier blubbert auf jeden Fall auch Lava. Das macht mich auch schon ein bisschen wahnsinnig, weil ich habe keinen Eimer mit Wasser dabei. Das weiß ich auch, dass man den dabei haben sollte auf jeden Fall. Und irgendwo läuft hier halt auch die ganze Zeit. Oh, ein Creeper. Ein Skelettmann rum, der mich wahrscheinlich hier gleich runterschießt und dann sterbe ich. Vielleicht hätte ich einfach oben mein Bett aufbauen sollen, bevor ich hier ganz runtergehe. Nur so eine Theorie. Okay. Nur so eine Theorie. So, runter geht's. Hey, was ist los mit dir? Was ist denn? Nee, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe mein Schild noch gar nicht gemacht. Jetzt beruhig dich mal da unten. Das ist unfair. Da wartet dein Creeper-Freund auf mich und das ist ganz schön. Nee. So, Ruhe. Ich bin hier gerade da am Metall schmelzen, damit ich mir gleich so ein Ding machen kann da. So, ich hätte gerne ein Shield. Dafür brauchen wir wirklich nur ein Metallbarren. Das ist der Wahnsinn. So, was kann ich denn mit dem noch hier craften? Mit dem Metall, was ich über habe? Wir machen eine Hose. Schön. Das ist auch genau das Metall dann weg. Immerhin ein bisschen Schutz. So, Skeletman. Komm her. Der Creeper ist schön weit unten. Das wollte gerade sagen, freut uns, aber irgendwie. Erstmal eine Runde Metall fahren. Komm her, Creeper-Man. Oh, der stirbt nicht, was? Oh, der ist immer, was? Ich glaube, ich mache das mit dem Angreifen verkehrt. Jetzt haben wir ihn, sehr schön. So, hallo. Okay, wir gehen mal hier lang. Gehen erstmal hier lang. Vielleicht finden wir, bestimmt ist hier noch ein Spinnenspawner irgendwo. Das hört sich da schon wieder verdächtig nach Skelett an. Das gefällt mir ja auch nicht, dass der Raum so groß ist. Das gefällt aber. Metall brauchen wir. Wir brauchen unglaublich viel Metall. Unglaublich viel ist jetzt übertrieben. Aber wenn wir einen Namens-Tag finden sollten, dann brauchen wir noch einen Amboss. Und der Amboss kostet ein bisschen Metall. Deswegen, Metall können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Mit 10 werden wir noch nicht auskommen. Ich finde es auch super, wie die Prioritäten hier liegen. Ich habe noch keine Essensversorgung in irgendeiner Form gewährleistet. Kein gar nichts. Aber wir sind hier unten drin und holen uns jetzt ein Namensschild. Und wir haben noch nicht mal den blöden Wolf. Ich weiß nicht mal, wo die sind, in welchem Biom und so. Letztes Mal, als ich mir einen geholt habe, war der einfach vor mir und habe ich gedacht, ja, mache ich halt, ne? Metall. Also soweit ich weiß, braucht man dafür Metallblöcke. Metallblöcke sind... Oh, hallo. Da ist noch mehr Metall. Sind 9... Hä? Wer war das? Franz Pro 15. Vielen Dank für dein Follow, Digga. Deswegen sollte man vielleicht die Alerts ausschalten, wenn man aufnimmt. Bisschen verwirrt gewesen. So, was habe ich gesagt? Das sind 9 pro Metallblock quasi. Und ich glaube, wir brauchen 4 Stück davon. Also 4 mal 9. Wer da jetzt Mathe-affin ist, kann das ausrechnen. Plus 4 weitere Metallbarren, die wir nochmal so brauchen, um den Amboss herzustellen, glaube ich. Aber wahrscheinlich erzähle ich da jetzt gerade überhaupt niemandem irgendwas Neues. Ich habe übrigens komplett den Überblick verloren, wo ich jetzt bin, beziehungsweise wo ich war, beziehungsweise sowieso. Klassiker in Minecraft, aber deswegen setze ich ja die Fackeln entsprechend. Und eigentlich ist tatsächlich nicht nur wichtig, dass wir das Metall kriegen, sondern wir müssen auch einen Spawner finden, beziehungsweise ein Minecart mit einer Kiste drin. Da können, soweit ich weiß, diese dämlichen Nametags drin sein. Und vielleicht sogar ein Sattel, das wäre auch mega nice. Naja, wir suchen. Was ist das? Oh, ein Skelettman. Ja, ganz recht, ich wäre ab mittlerweile. Selbst getroffen. Komm mal nochmal. Komm, let's go. Komm schon. Und tot.
Und? Oh nein! Alter, oh, was ist das? Ey, nee, Digga, nee, ist nicht. Weg mit dir. Geh runter da, geh runter da. Oh, was ist denn mit ihm los? Okay. Ich weiß, du kannst sauer werden und so, aber wenn ich dir auf die Beine haue eventuell, könnte man dich vielleicht platt machen. Bist du ein Neuer oder bist du der... Geh down. Da sind, oh, was ist denn hier los? Warum sind hier so viele Viecher? Oh ja, ist okay. Beruhig dich. Lass dich in Ruhe. Oh nein, nein, nein. Jetzt geht's aber los hier. Nein, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich treffe auch komplett mit diesem... Ich bin so nervös bei diesem Schwertsystem. Er ist tot, sehr schön. Darauf erstmal ein bisschen Metall holen. Das Problem ist, hätte der Creeper mich bekommen, dann wäre es das gewesen hier in der Höhle. Ich bin ja auch ziemlich weit drin. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wo wir so genau sind. Aber das wäre es dann erstmal gewesen, weil ich keine Rüstung habe. Deswegen machen wir mal kurz so eine Rüstung. Okay, mein Inventar ist vollgestopft. Ich habe jetzt die eiserne Rüstung an. Samt Schild. Wir haben eigentlich genug Metall. Wir haben jetzt hier unten 24 und wir haben 40 Barren. Das heißt, wir können noch ein bisschen was einschmelzen. Wir haben eigentlich alles zusammen, was wir so heute brauchen. Allerdings fehlt jetzt noch so ein blöder Spawner bzw. eine Kiste und da geht's doch schon wieder raus, oder nicht? Das heißt, das ist doch gar nicht mal so gut. Nee, geht's nicht. Das war nur ein Ladefehler, ich wollte schon sagen. Okay, ich will jetzt hier nicht weiter reingehen. Wir gehen weiter wieder dahin, wo Schächte sind. Weil ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, da einen Spinnenspawner zu finden bzw. eine Kiste einfach höher ist, weil die ja in diesen Gängen eben sind. Das heißt, da halten wir uns einfach dran und hoffen, dass wir hier was finden können, ehrlich gesagt. Oh ja. Ich meine, oh ja, aber okay. Komisch, dass der was? Was seid ihr denn? Die drei von der Tankstelle, geh weg! Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Kein Problem. Warte, ich muss das Ding erstmal hier kurz. So, let's go. Komm her, Johnny. Aber warum ist denn hier keine Kiste bei dir? Sind sonst nicht immer Kisten bei euch? So das denn? Ich fühle mich ernsthaft betrogen, weil normalerweise sind doch hier immer Kisten. Du kennst es zumindest noch von früher. Oh, was ist denn mit dir? Wie spawnst du denn jetzt hier drin? Kann doch gar nicht. Ich hab doch Lempelis daran gemacht. Ja, wenn wir jetzt hier schon keine Kiste rauskriegen, habe ich wenigstens den ganzen Moosstein mit rausgenommen. Wir müssen leider weiter gucken. Okay, hier sieht es nochmal vielversprechend aus. Hier geht es auf jeden Fall runter und hier ist noch... ja, oder halt auch nicht. Da war halt noch ein bisschen Holz, aber egal. Ja. Komm schon. Ja! Der Nametag ist drin, sauber. Ah, Leute, Erleichterung. Das ist doch die ganze Mission hier gewesen. Sehr schön, auch einen Diamanten bekommen. Wir haben den Nametag. Wir gehen trotzdem noch weiter rein. Ich habe jetzt schon, was ich will. Ja, komm, das Metall nehmen wir noch mit. Das können wir gebrauchen, aber dann sollten wir uns auch wirklich mal auf den Weg nach draußen machen. Jetzt höre ich Spinnen. Jetzt muss ich da aber hin. Ah, ich sterbe durch die Spinnen halt immer, ne? Ich sterbe immer durch diese blöden Giftspinnen. Ist jetzt hier eine Spinne? Noch ein Minecart. Noch ein Nametag. Kann man die stacken? Man kann die stacken. Ich drehe durch. Hier ist der Weg zurück. Muss ich nochmal genauer markieren. Das heißt, hier muss man eine Fackel hin. Da muss man eine Fackel hin. Wir wollten das Metall mitnehmen. So. Wie passend. Es ist Nacht, aber wir können, glaube ich, einfach ins Bett. Es sind Monster in der Nähe. Okay. So, wir konnten doch schlafen. Nehmen wir das Bett mal mit. Also, ich hoffe, wir sterben einfach nicht. Wir sind ja ganz gut vorbereitet. Das Ding ist jetzt natürlich, wenn hier Monster waren, dann sind hier. Also, ne? Missionspunkt 2. Es ist jetzt, einen Wolf zu finden. Das sind Hasen, die brauchen wir nicht. Und zwar sollen die in Waldbiomen sein. Ich hoffe, wir haben Glück. Das heißt, wir werden jetzt einfach auch in ein Waldbiom gehen und versuchen, da einen zu hören oder zu sehen und dann eben zu zähmen. So, Freunde, wo ist ein Hund? Oder ein Wolf oder was auch immer. Die sind doch sonst immer so laut. Ja, nicht du. Was ist da hinten? Ist das ein Skelett oder was ist das? Ach, Freund, du sahst aus wie ein Hund. Ja, es ist okay. Haben wir das auch erklärt, das Thema hier, ja? Ja, euch suche ich nicht. Ich suche einen Wolf, einen Hund, was auch immer. Also halt, ne? Was zum Zähmen, verdammt nochmal. Ach, du bist auch nur ein blödes Chicken, Mann. Du sahst auch wieder aus, als wärst du vielleicht ein Hund. Nee, Biene. Das ist schon mal was wir noch nicht gesehen haben. Kenne ich jetzt schon, weiß nicht, was man damit macht. Jetzt haben wir das nächste Tier gefunden, Alpaka. Das ist immer noch kein Wolf oder Hund oder was auch immer. Nicht ansprungen. Ich weiß leider nicht, wie ich dich zähmen kann, damit du dauerhaft bei mir bleibst und ich dich reiten kann oder so. Sonst würde ich dich nehmen. Noch mehr von diesen verdammten Alpakas, das gibt's doch gar nicht. Und keine Wölfe. Ich finde alles in diesem Spiel. Wirklich alles. Jetzt sind wir in einem Dorf. Ja. Ich hab's doch gesagt, verdammt nochmal. Ja, ihr macht das erstmal. Ihr macht das erstmal. Drei Stück direkt. Sind die auch aggressiv auf mich oder? Ah, sehr schön. Ah, oder auch nicht. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, verdammt nochmal. Endlich. Komm mit mir. Setz dich hin. Ah, da sitzt er schön brav. Ich war über eine halbe Stunde jetzt unterwegs, um ihn zu finden. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich mir noch einen mehr mitnehme. Ehrlich gesagt. Wir machen es einfach mal. Sehr schön. Mitkommen.
stellen wir den hier hin? Sehr schön. Nametag. Eins bitte nur. Ich brauche nur eins. Danke. Nametag. Skipper. Nehmen. So, das war der erste, den wir bekommen haben. Zack. Skipper ist wieder da. So, jetzt kann es wohl losgehen, verdammt nochmal. Endlich. Leute, 92% von euch, die hier die Videos gucken, haben den Kanal noch gar nicht abonniert. Das geht gar nicht, deswegen auf jeden Fall nachholen. Könnt ihr direkt hier machen. Und hier links und rechts gibt es noch Videos, die ihr euch angucken könnt. Wie geil ist das denn?